Ja, oh, super. Was war das? Ich habe mir erstmal die Beine gebrochen. Hallo Menschen und herzlich willkommen zu drei Raids. Heute mit Klaus Only am Start. Im ersten Raid geht es um die Skier Quest Rigged Game, wo man die Medical Containers am Pier, in der Villa und am Resort markieren muss. Danach geht es weiter auf Woods und die Skeffs werden mir immer unsympathischer. Und danach nochmal Woods. Und im dritten Raid hätte mir vielleicht etwas Body Armor das Leben retten können. Aber der Senseless muss ja ohne losrennen. Wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Abo oder Like da. Wir sehen uns bis dahin. Tschüssi, euer Senseless. So, da können wir gleich zum Pier, oder? Ja. Oh, Alter. Was denn? Ach, ich hätte meinen Zeigefinger nicht auf W, sondern auf E. Ach so. Ne? Ach, du hast deinen Zeigefinger auf. Dein Zeigefinger? Nee, Zeigefinger, nicht der Mittelfinger. Ach so. Entschuldigung. Also ich spiele das ja sowieso nicht so wie ihr. Ich spiele ja ASDF. Alter, wieso bin ich jetzt schon außer Atem? Ja, frag mich mal. Ey, du kannst... Naja gut, wir sind ja noch nicht richtig austrainiert, aber selbst austrainiert schaffst du es, glaube ich, nicht mehr bis zum Bus. Aha! Er rennt hier geschickt drumherum. Das ist clever, das habe ich auch noch nicht gewusst. Wieso? Ich bin immer gesprungen wie so ein Idiot. Und das macht ja Lärm. Ja, was? Ach, ja. Oh, das ist nah. So, als erstes platziert. Hat auch schon einer gewütet. Nee, das war ich. Ach so. Wir sollten unten die Laden mal checken, hier alle. Ja. Ich habe ja letztens vier Zündkerzen gefunden. Ui. Du musst ja hier vorne platzieren, ne? Ja. Sehr schön, fertig. Okay. Machen wir hier rechts gleich hoch, oder? Ja, können wir machen. Oh. Steps oben, Steps. Ja. Ist einer die Treppe runtergekommen, die Leiter. Ja. Der war garantiert oben auf dem Dach. Ist da einer auf dem Dach oder ist ein Baum? Ach ne, ist ein Baum. Eine Baumspitze. Ein Baum, ja, habe ich gerade eben auch gedacht. Ja. Aber wenn, war es doch das linke Dach, oder? Ja, bei ja. Den Satellitenschüsseln, ne? Ja. Da rennt was. Das ist ein Hatchling.
Er hat sich bedankt bei uns. Cool. So, und hier konnte ich nicht durchschießen, hier. Ach so? Das ist ja krass. Ihr habt ja da gelegen und der Typ kam hier rum von außen. Ja. Super. Was war das? Ich habe mir erstmal die Beine gebrochen. Hast du Splint? Ja, ich habe alles da. Okay. Oh, natürlich auch beide, ne? Oh, ja, wenn schon. Ja. Hast du das Knacken gehört, ja? Irgendwie war es dumpfes Geräusch. Als ob ein Stein auf der Erde fällt, so. Oh, da läuft einer. Ja, der läuft links bei den Zelten, schätze ich. Hab auch was gehört. Bist du noch unter dem Container oder bist du weitergegangen? Bin weitergekrochen. Ich gehe mal Seite Haupteingang rum. Ja. Kann ich ein bisschen vielleicht rüber gucken? Also ich habe Blick aufs Feuerwehrauto. Da. Oh, aber ich kann nichts sehen. Nummer? Ich glaube, links ist draußen ist ein Skeff. Brennt was? Oh, jetzt schießt mich das Skeff. Alter. Leg dich hin. Hast du ihn? Nee. Ach man, dieser Assi-Skeff, Alter. Dieser Drecksficker, Alter. Hat er dich oder was? Ja, das war ein Spieler, aber hinter mir am Verstand war noch ein Skeff, der hat mir in den Rücken geschossen, dieser Vollidiot. Jetzt müssen wir die rechte Seite im Auge behalten. Genau. Was macht der Kerl? Ich habe auf die Kondensmilch geschossen. Die hat dir doch gar nichts getan. Ja, ich habe mich aber irgendwie wieder erschreckert. Ups. Erledigt. Korrekt. Lebst noch? Ja. Ich habe noch gelootet. Hatte einiges gutes Zeug dabei. Ich habe eben noch so einen kurzen Clip gesehen über Tarkov.
Da hat einer gestanden in so einer Ecke, ne? Wo er nur rausspringen konnte. Und das Hindernis war gar nicht hoch, ne? Nur das Problem ist, er konnte nicht springen, weil da ein Busch war. Der stand in einem Busch. Ach so. Weil du im Busch stehst, kannst du nicht springen. Ja. Das ist auch sehr ärgerlich, finde ich. Und dann ist er da drinnen verreckt, da kam nicht wieder raus. Der kam nicht mehr raus. Ach du Scheiße. Weil das ist so ein sinnloser Mist, Alter. Willst du unten durch die Mühle oder hier oben lang? Nee, hier oben, oder? Wie du möchtest. Lass mal ruhig oben, ich komm zu dir. Ja, dann renne ich mal rüber zu meiner Hütte. Ich bin links von dir, hinten, gleich an der Straße. Der hat Hits gekriegt von mir. Der kann nicht mehr rennen. Okay, ich renne mal vor. Wo ist er? Direkt am Eingang, wenn du reinkommst bei Beutel. Irgendwo rechts an der Blockhütte. Ich schieß noch drauf. Pass auf, dass du mich jetzt nicht erwischt. Ich höre jetzt auf. Ich komme auch weiter runter. Aha. Ich laufe an deiner Straßenseite entlang. Okay. Hier ist er tot? Keine Ahnung. Okay, kam einer rausgerannt, das ist verreckt. Boah, dann wird er das wohl sein. Aber hier ist keiner. Ja, auch nicht. Aber ich glaube, ich habe nicht erschossen. Bist du einmal rumgegangen? Ich bin drin. Nee, ums Haus meine ich. Achso, nee. Mache ich jetzt gerade. Okay. Ich meine, dass ich Richtung Bushaltestelle was gehört habe. Gerade außerhalb. Genau in die Richtung, genau dann da irgendwo. Müsste man machen, dass man rauskommt hier, bevor sie uns hier festnageln, oder? Oder aber eher trotzdem erst klippen. Mhm. Oder war das jetzt gerade ein Scav? Doch, doch, da kommt was. Ich glaube, der kommt hier rein. Ach, jetzt geht's. Da an der Bushaltestelle war noch einer, ein Spieler. Minus, 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 minus. Boah, Alter, okay. Von wo kam der denn? Da kommt, ist noch jemand irgendwo. Ich glaube bei dir im Haus. Hm.